Hallo Jürgen, ich grüße dich aus dem schönen Niederbayern und danke, dass du uns wieder zur Verfügung stehst, dass wir ein bisschen die anderen Astralebenen, die höheren Dimensionen, anderen Schwingungsbereichen, wie auch immer das nennen will, andere ja, Lebenssphären zu erkunden. Denn du bist dort unterwegs seit über 50 Jahren und gibst uns hier einen Einblick in, ja, in etwas, was die meisten Menschen nicht wissen und aber wissen sollten, weil, wie gesagt, dieser Übergang kommt für jeden. Früher oder später oder immer wieder mal, und dann sollten wir schon wissen, auf was auf uns zukommt. Und da habe ich gleich mal auch meine erste Frage. Diese anderen ja, Realitäten, hast du schon gesagt, die sind wesentlich dynamischer. Emotionen, Gefühle zeigen sich viel deutlicher. Man kann weniger etwas verbergen, weil sie etwas natürlich gleich außerhalb meines Körpers, sage ich jetzt mal, manifestiert. Das geht hin bis, ja, wie du vorher gerade erzählt hast, bisher eigene, sage ich jetzt mal, Dämonen zu erschaffen sogar oder Wesen oder wie auch immer. Du hast erzählt letztes Mal von einem Planeten, die haben sich ein Dorf erschaffen und ein Mann hat sich ein ganzes Harem angeschafft und bringt dann die Geister, die er rief, gar nicht mehr weg. Aber reden wir doch über die positiven Dinge. Also das Positive ist, das Leben hört nie auf. Es ist immer ein Übergang von einem zum nächsten. Wir entscheiden über unsere Entwicklung, über unser Bewusstsein, wie wir unterwegs sind, ob wir liebevoll unterwegs sind, wie diese Umgebung ausschauen wird. Und gibt es denn noch andere Naturgesetze? Du hast mal erzählt, dass die Sinne wesentlich mehr zunehmen, es gibt mehr Farben, mehr Klänge, es wird immer schärfer, wenn man sagt, hier wäre man, sage ich mal, Full HD, dann wäre die nächste Ebene vielleicht schon 8K, ich weiß nicht. Kannst du da was darüber berichten? Ja, also je höher die Energieschwingungen sind, je feiner die Energie ist, desto mehr erweitern sich unsere Sinne. Unsere normalen Sinne wie das Sehen, das Hören und so weiter, aber auch unser Bewusstsein erweitert sich. Also wir kriegen dann mehr, wir haben einen größeren Erfahrungsbereich, unsere Kreativität nimmt zu. Wir sind dann viel kraftvoller in unserer Vorstellung. Wir können viel leichter Sachen manifestieren. Und deshalb gibt es auf den höheren Astralebenen unheimlich wunderbare Städte und Erschaffungen und Sachen, Welten, die die Leute gemacht haben, die einfach unvorstellbar sind, weil es da viel einfacher ist, zu gestalten, weil die Energie viel stärker ist. Nicht? Und deshalb, ja, also die Energie nimmt zu, je mehr sich unser Bewusstsein erweitert, unsere Gefühle verfeinern. Und wir stärker dann, wie ich das erfahren habe, das Gefühl, das nach Hause kommen, das Zuhause sein, wird immer stärker, nimmt immer mehr stärker zu. Und darin habe ich gesehen, auf welcher Schwingungsebene ich bin. Die Glückserfahrung nimmt zu. Die Erfahrung der Glückseligkeit kann man schon fast sagen, nicht? Die nimmt zu, dass man dann dauernd in einem Zustand der Zufriedenheit, des Friedens, der Freude und so weiter. Und auch die Sinneserfahrung erlauben uns, mehr Gefühle zu haben. Wir können Gefühle erleben, von denen wir hier überhaupt keine Erfahrung haben, die wir überhaupt noch gar nicht kennen, nicht? Neue Gefühle stellen sich dann ein, die uns bisher auf dieser Ebene total unbekannt sind, genauso wie die Farben, die wir sehen oder die Töne, die wir hören. Also unser ganzes Bewusstsein erweitert sich in dem Bereich und das ist ziemlich unvorstellbar eigentlich. Das hört sich natürlich sehr spannend an. Auf dieser Ebene sind wir immer noch auf der Suche nach den ja, nichtmenschlichen Intelligenzen, die auch hier unterwegs sind, aber für den meisten Menschen weniger zugänglich sind oder sich weniger zeigen. Manchmal sehen Engel, manche sehen Lichtwesen, manche sehen was auch immer. Wie sind denn auf diesen anderen Ebenen? Nutzen denn die anderen Intelligenzen auch diese Ebenen oder hat da jede Spezies, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, wie Menschen, unsere neuen Dimensionswelten zu leben oder mischen sich dann auf diesen anderen Ebenen die ganzen verschiedenen Wesen? Ja, genau wie hier mischen sich die Leute und auf die anderen, die höheren Dimensionen, die sind also noch viel, viel, viel größer als unser physisches Weltall.
Also für jede Dimensionsebene gibt es noch ein anderes Weltall, würde ich schon mal sagen. Es gibt viele, viele Welten, wo es Lebewesen gibt, die mit Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist unbeschreibbar, weil es ist unendlich, es ist unvorstellbar, wie man könnte vielleicht Millionen Jahre brauchen, um nur einen kleineren Bereich davon zu erforschen. Und das ist noch nicht mal alles. Es gibt dann noch höhere Bewusstseinsebenen, die über die Astralebenen hinausgehen. Und diese Ebenen kann man nur betreten, wenn die Ego-Identifikation überwunden ist. Also, dass man sich nicht mehr auf sein Selbst beschränkt, auf die Identifikation, die mit unserem Ich verbunden ist, sondern auf mehr merkt, dass unser wirkliches Selbst auf einer universalen Ebene ist. Ist man denn dann noch kreativ unterwegs, wenn man, sage jetzt mal, oder hat das Ego mit der Selbstverwirklichung in dem Sinne, dass man kreativ irgendwas macht, gar nichts zu tun? Nee, das ist eine Sache der Identifikation und wenn wir jetzt irgendwie verbunden sind mit dem, wie heißt das im Deutschen, weiß ich nicht, das Wort. Wenn wir jetzt zum Beispiel verbunden sein, jemand lieben oder Verwandtschaft oder Bekanntschaft oder. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt Abhängigkeiten. Also Abhängigkeit, ja. Unsere Abhängigkeit von unseren Gewohnheiten, die halten uns an unserer Identifikation fest. Wir glauben jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt, sagen wir mal, ein Fotomodell oder ein berühmter Künstler und so weiter. Und diese Identifikation beschränkt unser Ego, unseren Geistesraum. Okay. Und wenn dieser Geistesraum, diese Beschränkung auf unsere Ich-Bezogenheit, wenn dieser Geistesraum überwunden wird, dass wir uns dann in ein höheres Bewusstsein, sagen wir mal, identifizieren, dass also diese Hülle, die uns gefangen hält, diese Gewohnheit, wenn die wegfällt, dann kommen wir viel näher in unser universales Bewusstsein. Das heißt also, wir sind immer noch ein Individuum, wir haben immer noch unseren Namen und so weiter und das Gefühl, ein Selbst zu sein, aber wir sind nicht mehr so beschränkt, so begrenzt. Wir sehen auf einmal in der Außenwelt, da ist eine Identifikation. Es gibt also sozusagen wenig das Gefühl einer Außenwelt. Wir nehmen dann an der Außenwelt teil. Das heißt also, praktisch sieht das so aus, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Blume sehen. Anstatt die Blume zu sehen, wir können dann die Blume hören. Oder wir können sogar so weit gehen, dass wir die Blume werden, dass wir das Gefühl einer Blume haben. Und der Unterschied zwischen der Außenwelt und der Innenwelt sich verschiebt oder sich auflöst. Und deshalb dieser neue Wahrnehmungsbereich ist total anders, dass wir zum Beispiel jetzt das Gefühl haben können, wie es ist, wenn man jetzt ein Berg sei. Oder sagen wir mal, wenn wir jetzt am Bach lang gehen und wir hören dann das Wasser rauschen. Auf einmal wird dieses Rauschen des Wassers wird zu Musik und wir können uns dann in dieser Musik regelrecht auflösen und die Schwingung dieser Musik in uns aufnehmen und das Gefühl eines Baches haben oder des Wassers. Also diese ganze Bewusstseinsebene löst sich komplett auf. Aber das ist so schwierig zu beschreiben.
Jugend braucht man da Schulen, gibt es denn auf anderen? Bei uns ist es ja so, da werden ja die Kinder von klein auf erzogen, geschult, hier wachsen heran. Wächst man denn auf der anderen Seite auch? Hat man da immer das gleiche Alter? Wechselt man durch? Gibt es hier Schulen? Wer bringt einem sowas bei? Muss man das ja selber in die Zukunft stolpern, in dieses Bewusstseinserweiternde? Muss man seinen eigenen Fehler machen? Oder gibt es hier Leute oder diese Guides, die sagen, du pass auf, mach das so oder mach das so oder ich zeig dir das? Ja, es gibt Universitäten, genau wie hier, Schulen, Kunsthochschulen. Ich hatte in meinen Büchern, dadurch, dass ich Künstler bin, habe ich viele solche Kunsthochschulen besucht und mich mit den Leuten unterhalten. Und die Kunst, die die gemacht haben, hat ganz andere Formen wie hier. Nicht? Aber das ist immer noch auf den unteren Ebenen, auf den auf den höheren astralen Ebenen. Sagen wir mal, in der mentalen Ebene findet eine total andere Welt statt. Und zwar ist das so, ich hatte mich da aufgehalten, die Schönheit oder Vielhaltigkeit dieser Welt ist unwahrscheinlich, ist so, man geht durch, sagen wir mal, wie durch ein Kaleidoskop durch und jedes Mal ein neues Muster ist wie eine andere Welt. Und man kann sich dann sehr schnell in andere Welten verlaufen und die werden immer schöner und immer viel reicher. Und die einzige Möglichkeit, wie man da rausfindet, muss man das eigene Selbst irgendwie ansteuern. Und wie ich das mache, zum Beispiel durch ein Gefühl der Liebe. Das sind zum Beispiel vom Selbst aus, das sind die Fäden der Liebe und die holen dich dann wieder in die Klarheit zurück, dass man sich, das ist eine so schwierige Sache zu beschreiben, deshalb, ich werde versuchen in meinem nächsten Buch, das ein bisschen besser auszudrücken, das ein bisschen besser einzufangen, aber das sind Sachen, die eigentlich vielen Leuten vorenthalten werden, weil die meisten Leute dann nur zu der höheren Astralebene gehen und dann meistens wieder auf die physische Ebene in ein neues Leben dann kommen. Ja genau, wer entscheidet jetzt immer ein neues Leben, suchen Sie das selber aus, wird Ihnen langweilig vor lauter Schönheit hier in diesen höheren Astralebenen oder weil es hört sich ja so an, als wenn jemand mal hier dort ist, der sagt, ja da will ich auf diese physische Ebene gar nicht mehr runter. Ja, die Sache ist so, ich habe das in meinem zweiten Buch Business of Infinity so gesehen, dass wenn man auf einer höheren Bewusstseinsebene ist, kriegt man einen totalen Überblick über sein Leben, nicht nur über dieses Leben, sondern über alle Leben. Und jede Erfahrung, die man gemacht hat, jede Erfahrung in jedem Leben. Und da kann man ganz klar sehen, da sind so Schwerpunkte. Aus der Vergangenheit, aus unserem Energiefeld, aus unserem totalen Energiefeld, da sind so Schwerpunkte, da sind vielleicht Dunkelpunkte, die noch irgendwie erfahren werden müssen. Und die kommen dann zusammen und zu erscheinen und dann sehen wir, irgendwas muss ich noch lernen. Damit muss ich mich noch auseinandersetzen. Das habe ich nicht, das hat nicht geklappt. Und daraus fügt sich dann der Drang zusammen, ein neues Leben zu finden. Und dann kommen aus dem Quantenbereich, kommen dann Energieströme zusammen, die dann uns eine neue Gelegenheit bieten, ein neues Leben anzufangen mit den Eltern, mit unseren Geschwistern und so weiter. Das sind Energieströmungen, die sehr natürlich ablaufen, aber unheimlich schwierig zu verstehen sind. Genauso schwierig sind die zu verstehen wie Quantenphysik. Ja. Das hört sich fast so anders wie bei uns, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine längere Zeit nichts mehr gegessen und getrunken, jetzt kriege ich dann plötzlich Hunger und kriege plötzlich Durst und irgendwann wird das Gefühl so stark, dass man sagt, ne, genau, jetzt hole ich mir die Prozesse. Ja. Jetzt gehe ich in die Inkarnation. Wir möchten wahrscheinlich lieber da leben, aber aus dem Unterbewusstsein kommt dann so ein Drang raus und der setzt uns dann in Bewegung, uns ein neues Leben irgendwie zu finden. Jürgen, du hast
Du hast da hinter dir so schöne Bilder, die du ja, hier anfertigst nach diesen, ja, sage ich mal, Astral- oder Bewusstseinsreisen. Ist das eine ja, nachempfundene Realität oder gibt es tatsächlich eine Ebene, die so ausschaut wie das Bild hinter dir jetzt? Ja, ich versuche dauernd irgendwie das so nachzuempfinden. Meistens gelingt mir das nicht. Diese Sachen sind nur Versuch vom Gefühl her, so die Ebene nachzuempfinden. Meistens versuche ich das dadurch zu machen, erstmal irgendwie eine schöne Landschaft herzustellen, auch etwas herzustellen, das ziemlich unbekannt für uns ist. Und das meiste, der größte Ausdruck ist natürlich das Licht. Die Qualität des Lichtes ist anders. Deshalb versuche ich das in meinen Bildern mit nebligen Atmosphäre auszudrücken, weil das ist die einzige Möglichkeit, um das zu tun. Nun, die Sache ist, alle Bilder, die ich mache, die sind schon auf meinem Computer Realität. Ich könnte mir eine Virtual Reality Brille aufsetzen und durch die Gegend laufen. Das heißt also, so wie ich die jetzt hier erfinde, wie ich die hier in Bilder umsetze, auf geistiger Ebene, mache ich die auch auf einer astralen Ebene. Also in dem Moment, wo ich die erfinde, wo ich die mache, stelle ich die auch auf einer höheren Astralebene schon fertig. Und man könnte jetzt, wenn man sich so ein Bild anschaut, sagen wir mal, einige Leute schauen sich so ein Bild an, das wird dann Wirklichkeit auf einer astralen Ebene. Und ich habe das herausgefunden, als ich durch eine außerkörperliche Erfahrung hatte ich zwei Leute getroffen, die hatten eine Kleinstadt gemacht aus Zeichentrickfilm-Charakteren. Nicht alles gezeichnet. Aber in 3D. Und die 3D-Computer-Charakter sind da rumgelaufen. Und ich war genau in der Mitte in der Stadt. Als ich dann erstmal dachte, ich bin ja am Träumen. Und ich versuchte, aus dem Traum rauszukommen. Bis ich dann gemerkt habe, da waren zwei Leute, die gesteuert haben, diese Charakter, mit denen ich da rumgelaufen bin. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten und habe gesagt, das ist unser Hobby, diese Stadt zu machen. Die haben das sich als so Aufgabe gemacht. Also das ist ja wirklich interessant. Das heißt, ja, diese Ebenen sind tatsächlich so etwas Ähnliches wie virtuelle Realitäten, die erlebbar und begehbar und begreifbar und was auch immer sind, mit noch mehr Farben, mit noch mehr Sinnen, mit noch mehr Gefühlen, dass wir hier, jede Ebene hat hier eine ganze neue Palette an Reichtum von Erfahrungen. Und darum sagst du, das Leben ist endlos, weil diese Vielfalt so groß ist, dass man das mit Ewigkeit braucht, das zu durchleben. Ja, es gibt keine Grenzen. Was man sich vorstellen kann, kann man auch erschaffen. Und wenn das nicht auf einer unteren Ebene möglich ist, weil die Energie nicht da ist, wir brauchen uns ja nur auf höhere Energien zu konzentrieren und darauf vorzubereiten, dann wird alles möglich sein. Wir sind es mit der Zeit. Die Zeit ist ja bei uns auf der physischen Ebene ja Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die ist linear. Da kann man denn, wenn man hier auf diesen höheren Ebenen unterwegs ist und man spürt wieder den Drang zu inkarnieren, hast du jemanden getroffen, der sagt, na, ich inkarniere aber jetzt nicht im 21. Jahrhundert, sondern ich gehe gerne mal ins Mittelalter zurück oder gar in die Steinzeit. Ja, das ist so eine Sache. Ich hatte das durch die Erfahrung durch frühere Leben, als ich in ein früheres Leben eingetaucht bin, zum Beispiel im 14. Jahrhundert. Ich konnte das so erleben, dass ich mich gesehen habe, als ich durch den Schlamm marschiert bin als Soldat, als wir gerade so eine Raubtour gemacht haben. Und ich bin da durch den Schlamm marschiert mit dem Schwert und war ziemlich deprimiert, hat geregnet. Und ich bin neben mir mitgegangen und ich konnte genau fühlen, wie das damals im Leben war, was ich gemacht habe. Ich hatte genau die Erinnerung, die ich damals hatte. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich wusste genau, dass ich jetzt am Meditieren war und dass ich also nicht in diese Zeit gehörte. Aber der Typ, den ich besucht hatte, mein altes Ich, mein mittelalterliches Ich, hatte von mir überhaupt keine Ahnung, nichts mitgekriegt. Ich konnte ihn auch
überhaupt nicht beeinflussen. Und deshalb, ich würde sagen, wir können unser früheres Leben erleben, aber wir können nicht wieder zurückgehen. Das Einzige, was wir machen können, wir können ein virtuelles Leben aufbauen. Wir könnten zum Beispiel in eine Welt reingehen, wo es Dinosaurier gibt. Nicht? Weil da sind wahrscheinlich, wie in Jurassic Park, da sind wahrscheinlich Leute schon am Arbeiten daran, so eine Jurassic Park-Welt wieder aufzustellen. Und die gibt es wahrscheinlich auch schon. Also es ist. Hey, Jürgen, das hört sich ja wirklich spannend an. Das heißt, es gibt ja ganz neue Dimensionen vom Leben nach dem Tod, wenn man sagt, okay, ich versuche das einmal kurz zusammenzufassen. Erst einmal meine eigene Bewusstseinserfahrung zeigt dann, wo ich hinkomme, wie der Übergang ist, wie das funktioniert, wer mich begleitet, wer mit dabei ist, welche Ebene, dass ich komme, je nachdem mein eigener Zustand erlaubt mir dann, wie schnell, dass ich dazulerne, wie ich eben verschiedene Ebenen dann wechseln kann. Irgendwann in einer bestimmten Thematik stehe ich dann fest, ich habe noch was zu lernen, dann komme ich wieder auf eine bestimmte Ebene zurück oder auf die physische Ebene, um wieder ein Leben zu leben. Alles wird scheinbar aufgezeichnet oder abgespeichert in diesem, was auch immer, virtuellen Datenbank und ich kann es auch abrufen. Ich kann auch, wie du sagst, Kreativität ohne Grenzen, auf irgendeiner Ebene kann ich alles erschaffen, alles machen und auch wieder so durchleben, wie du sagst, dass es sich immer physisch anfühlt, mit noch mehr Sinnen, mit Erleben, mit noch mehr Gefühlen, mit noch mehr, Dimensionen oder keine Ahnung, die man hier gar nicht beschreiben kann. Das ist wahrscheinlich auch das Problem deiner Bilder, weil du sagst, die Farben, die es da gibt, die kann ich in meinen Bildern gar nicht verwenden, weil die Farben hier nicht gibt. Auch das Licht gibt es hier nicht. Ich kann es immer andeuten. Und die Schärfe, die dort ist, hast du mir erzählt, ist ja auch hier. Einer hat mir mal erzählt, der sagt, okay, wenn ich außerkörperlich unterwegs bin, dann weiß ich immer, die unschärfste Dimension, dann weiß ich, dass ich wieder hier auf der Erde bin, weil alle anderen sind viel schärfer. Ja, genau. Es ist alles viel klarer, viel schärfer, viel realistischer. Das ist irre. Wenn wir auf der anderen Ebene sind und uns da ein bisschen aufhalten, dann kommt, wie mir das passiert ist, ich war immer 6 Stunden auf der Astralebene. Und für mich ist dann die physische Ebene immer fremder geworden, als die Zeit verging. Und ich hatte schon das Gefühl, ja, vielleicht bin ich sogar tot. Nicht? Deshalb bin ich ein paar Mal zu meinem Körper zurückgegangen, um festzustellen, ob ich auch noch am Leben war. Das physische Leben ist dann mehr wie ein Traum. Das ist eigentlich ziemlich unwirklich, wenn man das jetzt vergleichen würde. Wir kommen einfach mehr nach Hause. Wir sind hier wie Exile, wie im Exil, hier auf der physischen Ebene. Aha. Das ist wirklich unser wirkliches Zuhause. Ist denn so, dass man von dieser Ebene aus dann zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, du hast im 15. Jahrhundert in eine alte Inkarnation reingeblickt oder bist da dreidimensional in dieser Realität mitmarschiert mit deinem früheren Ich? Es berichten ja NATO-Erfahrene, die sagen, ja, sie blicken ja zurück auf die Erde und sehen da unten das Geschehen und gleichzeitig sind sie auf der anderen Ebene. Ist es bei den anderen Ebenen so, dass die Ebene dann von der Erde verschwindet oder haben die da, wenn die wollen, einen Blick darauf? Also was wir mitkriegen, wenn wir auf der astralen Ebene sind, sind Eindrücke, Gefühle, Emotionen, und so weiter. Wir kriegen das schon auf der Astralebene, wir kriegen schon das mit, was hier auf der physischen Ebene passiert. Ich habe das gemerkt zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Kriegsbeginn, wie zum Beispiel als der Irakkrieg ausgebrochen war, war ich in einer außerkörperlichen Erfahrung und da haben sich düstere Wolken angesammelt auf der Astralebene und Donner und Gewitter hatte sich dann. Und ich wusste sofort, woher das kam. Auf der astralen Ebene zum Beispiel, auf den unteren Ebenen, sind wir verantwortlich, wie es den Leuten da zugeht, wie den Leuten da zugeht. Zum Beispiel, wenn hier Ängste sind, wie zum Beispiel durch Terrorangriffe oder Katastrophen, dann spielt sich das total auf der astralen Ebene ab, dass die Leute das genau mitkriegen, was denn hier eigentlich los ist. Können die was machen, Energie senden oder was tun die dann? Die können wenig machen.
Vor allen Dingen, wenn sie auf den unteren Ebenen sind, weil die Energie ziemlich beschränkt ist, weil die Energie wird besser, wenn wir auf höhere Energieebenen uns befinden. Ne? Und auf diesen höheren Ebenen, wir kriegen das auch mit, aber wir können das ein bisschen besser beeinflussen durch positive Gefühle, die wir dann runtersenden können. Ne? Auf die Menschen, auf die Astralkörper der Menschen, die auf der Astralebene sich befinden, auf den unteren Ebenen und die anderen auf der höheren Ebene. Wir sehen ja die Leute wir sehen ja die Astralkörper dieser Leute, die auf der Erde leben. Und die können wir dann beeinflussen. Okay. Ja, Jürgen, das hört sich alles sehr spannend an. Ich denke, wir sind schon wieder am Ende unserer Interview angekommen. Wir werden wieder die Fragen unserer Zuseher sammeln und nächstes Mal wieder dein Wissen der letzten 50 Jahre hier mal ein bisschen wieder anzapfen. Und ich sage herzlichen Dank zu dir nach England und wünsche euch natürlich, dass du noch viele, viele neue Themen und Erfahrungen machst und vielleicht immer ein paar Fragen stellen, dass du, wenn du nächstes Mal als Reporter unterwegs bist, dann sagst, dann frage ich auch einmal das ab, weil ich das vielleicht noch nicht weiß. Ja, okay, Jörn.